Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elden Ring. Ah, wie man sehen kann, ich habe hier Dinge um mich schweben. Also ich habe gerade mit der jungen Dame da nochmal gesprochen, bin nochmal in die Feste gereist und die hat uns den Dolch gegeben, wir haben den übergeben. Was jetzt mit den Quests ist, keine Ahnung. Aber hier habe ich ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich auf dieses Schwert, das Nakakipa, habe ich die Fallangst als Asche drauf gemacht und damit erhöht sich unser Wert vom Status her tatsächlich auf 426 von 409. Noch zusätzlich haben wir jetzt halt diese Dinger hier, die wir halt mit R2 bei mir auslösen können und die bleiben bei uns, bis wir einen Gegner sehen und dann fliegen die auf den Gegner und machen gut Schaden. Wir können, haben die sogar dabei, solange wie wir an dem Punkt sitzen. Und wenn wir rausgehen, dann sind die immer noch da und wir haben wieder volle FP. Irgendwie bisher cool. Ich weiß nicht, ob die. Oh, jetzt ist sie an einer an der Wand zerschallert. Gut zu wissen. Oh, da ist noch eine kaputt. Naja. Auf jeden Fall. Aber ziemlich cooles Gimmick. Nichtsdestotrotz. Und jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt habe ich sie gleich alle kaputt gemacht. Ich wollte gucken, dass man hier erstmal noch in dieses Gebiet hier drüben kommt, bevor wir in der Stadt vielleicht weitermachen. Ich dachte aber, wir müssen ganz sicher erstmal hier rein und dann vielleicht hier rüber. Ich weiß aber nicht. Keine Ahnung, wie wir da weiterkommen. Ansonsten geht es hier fröhlich weiter. In dem Gebiet, in dem wir gerade eben waren, haben wir auch noch eine ganze Menge zu tun. Wir werden noch genug Sachen finden, die wir machen wollen. Ja. Jetzt geht es allerdings erstmal hier weiter. Und damit viel Spaß beim Zuschauen. Etwas Magiefett. Das tut nie weh, das zu haben. Gibt es auch noch was? Fingermedizin. Online-Stuff. Mich interessiert nicht. Komme ich raus, kann ich die Lampe wieder ausmachen. Ach, es geht alles so schnell mittlerweile, ne? Wie schön. Boah, sieht das mal ästhetisch aus, ne? Und das führt da in den Baum rein. Super cool. Super cool. Da sollte man, glaube ich, nicht runterfallen. Das ist schon wieder der nächste Gnadenpunkt. Aber jetzt in die Richtung hier gehe ich in Richtung Stadt. Wir werden sehen. Hier komme ich ja gerade gar nicht irgendwo anders lang. So wie es aussieht. Dann kann ich hier vielleicht noch mal kurz herzaubern. My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength, here, with you. I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Oh, das war unerwartet. Jetzt ist sie weg. Oh. Wir können nicht mehr miteinander schnacken. Das ist aber nicht so nett. Schade. Ich hab langsam lieb gewonnen gehabt. Naja. So enge Gänge mit den Dingern zu gehen, ist anscheinend sinnlos. Super beeindruckend. Super cool. Geht's hier durch? Na, wie immer. Ist das hier ein Gegner? Ja, hi.
dass man die Dinger auch mal in Aktion sieht. Boom. Und habt ihr gesehen, was das für ein Damage gemacht hat? Einfach mal so. Hier trompetet jemand. Das kannst du aber schön. Eine goldene Rune, Stufe 10. Oh. Okay, hier unten war auch noch einer. Niemand wird zurückgelassen, Freunde. Ist ja fast runtergesprungen. Was machst du denn da? Ist er da oben? Komm zurück. So, spitz wohl. Da unten sind auch noch welche. Wir könnten jetzt hier runter, wahrscheinlich da sogar auf die Häuser hüpfen. Ich schaue mir aber alles an. Ich schaue mir alles an. Also Degenheini. Die sind manchmal etwas nervig. Ach, sieht das alles schön aus hier. So detailreich, so schön. Ein bisschen Höhlenmoos. Au. Ein streifenweises Fleisch. Gut für Buffhut. Krass, was hier alles rumsteht, wie detailreich. Und schon wieder wie kompliziert. Dann bin ich wieder hier oben. Aha. Ist eine Abkürzung hier runter gewesen? Interesting. Horn des Gesandten. Eine Waffe. Also wie gesagt, ich glaube, man kann hier runter hüpfen und dann kommt man runter in die Stadt. Aber hier vorne geht's auch noch runter. Boah, so ein Fahrstuhl. Oder man geht einfach so runter. Jemanden vergessen? Nö. Oh, hat gut Schaden gemacht, der Bau. Bewahre de Boli. Hier geht es auch irgendwie runter, oder? Also ich glaube, ich könnte auch hier runter hüpfen. Ein Elend hier. Boah, ist das kompliziert, Junge. Ja.
Wow, Alter, was hat der denn da geschossen, ey? Raketen? Okay, die Dudes hier sind ein bisschen stärker. Da wurde ich etwas überrascht von der Stärke. Wäre ja auch fast wieder runtergefallen. Sich gar nicht stehen lassen. Ab hier. Aber das wohl so gut geklappt. Tausend gibt der Dude einfach mal so. Na toll, und wie rufe ich den jetzt wieder hoch? Ist der Fahrstuhl ja unten? Ja, unmöglich, dass ich da runterspringe. Ich sehe ja keinen Schalter. Doch hier. Leicht unscheinbar. Leicht unscheinbar. Geht übrigens auch noch eine Leiter hoch, aber wir müssen jetzt erstmal runter unser Zeug holen. So, oh, alles wieder zurückbekommen. Noch ein wärmender Stein. Also wir haben bisher noch nie ein Schneegebiet gesehen, ne? Ihr habt gehört, es soll noch eins geben. Das wird wahrscheinlich dann das sein, da rechts. Oi. Aber wozu dann der wärmende Stein? Kann es vielleicht sein, dass wir den dann die ganze Zeit ausrüsten müssen und es so ein Verbrauchsgegenstand ist? Dass man sich nur eine bestimmte Zeit lang darin aufhalten kann. Sowas kann ich ja nicht so leiden. Ich glaube, wir schauen mal eben die Leiter hoch. Da oben. Was? Er wirft ja gleich mit Steinen hier. Was, wo geht das hier einfach überall hin, ne? Sein Schild ist nicht so stark. Da kann man gut durchschlagen. Da kann man gut durchprügeln. Ja, was? Eine Robe? Ich hasse dich, Alter. Oh, kann ich die leiden, ne?
schon immer nervig gewesen, die Dudes. Oh, wir nehmen aber jetzt gleich den schnellen Weg hier nach unten. Zack. Also nur so eine Robe da oben bekommen. Da ich jetzt nicht unbedingt, dass ich Nahkämpfer bin, machen so leichte Sachen gar nicht so wirklich einen Sinn. Ja, ganz schön lange noch rumgehampelt da. Mehr als genug Zeit gehabt. Gut, also hier lang geht es auch weiter. Das sieht aus nach einem längeren Weg. Wir schauen mal in die Ecke hinten. Das war hier. Da ist noch so ein Typ. Und hier lang. Ist das verwinkelt schon wieder. Hier geht es auch durch, oder? Ach. Ach so. Da ist trotzdem noch. Ah, hier ist einer. Der hat mich trotzdem noch damit getroffen. War das der Typ, der hier stand? Jetzt gab es da auch nur so ein paar Lilien. Ziemlich viele recht nutzlose Ecken. Wah! Oh. Du hast da gesessen und hast mich mitbekommen. Gott, wie ich die hasse, ne? Oh, diese großen Schildträger sind manchmal schlimmer als irgendwelche Bosse. Deswegen trage ich auch ein Schild. Sind schon sehr nervige Gegner. Oh. Auch nichts. Die Tür vielleicht. Irgendwie dachte ich, hier gibt es vielleicht noch ein bisschen was zu finden. Was? Na, was? Ja, das ist ja nicht so geil.
Ja, es war klar. Gut, jetzt habe ich kaum noch Tränke. Aber wieder eine auf dem Weg weniger. Eine Fürstenrune. Vielleicht kommt er gleich wieder an Gnadenpunkt. Das wäre schön. Es wäre wieder Zeit. Für mich. Parfüm aus Orange oder so. Schon wieder so ein großer, Alter. Mehrere sogar. Gibt es keinen Gnadenpunkt hier irgendwo? Bitte, bitte, bitte. Hier geht's auch nach unten. Digga. Da ist einer. Na. Geht doch. So. Was haben wir denn an Runen da? Goldene Rune. Die war, glaube ich, 5000, oder? Wie viel waren die? 7500? Komm, ich mal klatschen mal die großen Runen weg hier. Wir haben eine Fürstenrune. Was bringt die? 50.000! Jetzt muss ich zwei Level machen. Zigtausend, Alter. Dann haben wir hier noch eine Heldenrune. Nochmal 15. Aber wie viel brauchen wir jetzt? 150.000 ungefähr, oder? Mist, da wird es ja jetzt doch eng mit den Runen. Ja, ich werde doch gleich nochmal eine kurze Runde weggrinden müssen. Ja. Ich werde nochmal kurz weggrinden. Was noch fehlt. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir müssten uns jetzt, also wenn wir uns hier oben in die Richtung halten, kommen wir in Richtung von dem Baum. Und hier zu der anderen Seite von der Stadt, wo wir übrigens mal versehentlich hingeportet sind, durch die Truhe da unten. Lange ist es schon wieder her. Gute Frage, was jetzt der nächste Weg sein sollte. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich glaube, ich check mal hier unten erstmal aus. Hier ist eine Tür. War ja klar.
Ich war auch schon, hat der mich da hinten gesehen? Was? Ah, das ist ein Bogenheini. Und hier ist auch gerade einer lang gelaufen. Wo ist denn der hin? Da ist er. Den ist hier vielleicht von hinten erwischen. Das ist bis davor gelatscht. Okay. Da war irgendwo ein Durchgang. Ja. Oh Gott, da ist ja noch einer. Laufen wir ihn mal noch ein Stückchen hinterher. Das war nicht so gut. Oh. Was der mich schon wieder gekostet hat. Da vorne hat es nicht mitbekommen. Ich höre ihn doch. Wo ist der? Da unten irgendwo oder was? Hm. Na gut. Weiter geht's im Takt. Hier den Flügel. Ist doch der Flügel von dem Drachen, ne? Kann ich auf jeden Fall hochlatschen. Na, mal schauen, wo uns das hinführt. Pfeifen wir uns mal noch einen Trank rein. Da unten ist auch überall noch was, ne? Oh, da ist was. Das sieht aus, als ob ich mit dem Pferdchen springen müsste. Achso, ich habe sie ja nicht mehr hier. Kann ich aber nicht. Komme ich so darüber? Lebend, wenn möglich. Material sammeln. Okay. Ja. Ein Runenbogen. Könnten wir auch mal wieder einen einsetzen. Da steht einer. Licht aus. Zum Glück stehen viele von denen mit dem Rücken zu uns. Alter, ich hasse das, wenn die um die Ecke stehen. Wir wollten eine Rune 11. Also davon gibt es ja echt gut.
Gnadenpunkt. Der nächste. Davon gibt es ja anscheinend ausreichend, muss man sagen. Ausreichend. Da, oh ne. Da ist so ein Viech. Was mit den Hintern versohlt hat. Ja, stopf ich was in deine Trompete, Mann. What? Was kann das? Irgendwas bewegt sich. Weiß noch nicht was. Keine Ahnung, was sich bewegt hat, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, um den Dude da komme ich gar nicht so wirklich drum herum. Komm. Wir müssen es probieren. Wo ist er denn hin? Warum sehe ich diese kleinen Penner an? Okay, Alter, die kleinen Scheißer, da habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Die nerven natürlich ultra. Okay, der kann die aber auch wegfetzen, das ist gut. Ob ich die wegmachen kann, ohne dass der wach wird. Ob der erst wach wird, wenn ich ihn angreife? Ich weiß es ja nicht. Den kann ich hier auf jeden Fall nicht nutzen. Aber das kann ich nutzen. Da liegt natürlich genau an seinen Füßen der Scheiß. Oh. Okay. Das nervt ja, dass ich den hier ständig anvisiere, ne? So. Jetzt können wir miteinander reden. Ich glaube, wenn ich die jetzt habe, kann ich mir noch eine neue Flasche machen, falls ich sterbe. Thank you.
Autsch. Au. Die Schwerter haben ihn getroffen. Interessant, ne? Wie das funktioniert. Gargoyle Hellebarde. Interessant, wie das funktioniert. Gut, der ist jetzt weg. Wir können nochmal an den Punkt uns setzen, weil der ist direkt nebenan. Dann gibt es noch mehrere Orte wieder, um runter zu gehen. Da ist das komplex, ne? Wow! Genau, habe ich mir nicht gedacht. Dann haben wir wieder eine Flasche mehr. Die hat jetzt nicht so viel gegeben. Genau. Passt. Das passt. Schauen wir kurz hier runter. Seitdem hier geht's weiter. Keine Ahnung. Ach, hier war doch der Hebel. Junge, 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 Junge. Ich bin schon verwirrt. War aber noch eine Ecke, oder? Hier? Ja, klar. Stockschwert. Ein Stockschwert. Die Hellebarde wollte ich auch nachschauen. Und bei den Schwertern hier. Ja. Sieht aber eigentlich ganz cool aus so. Sieht eigentlich fast aus wie ein Katana, also auf dem Bild, ne? So, diese fette Hellebarde. Gargoyle Großaxt. Die könnte ich sogar verwenden. Ist genug Stärke für. Aber wo ist die Gargoyle Großaxt? Hier. Okay. Auch die könnte ich theoretisch verwenden. Ich glaube, da geht es weiter. Hier aber anscheinend auch. Und hier geht es zu dem Ding hoch. Zu dem Ort. Das sieht wichtig aus. Dann gehe ich vielleicht doch noch mal darunter.